Oh, Kacke. Schnell zur Tür. Am besten ungesehen. Tür aufschließen. Ab durch die Tür. Ist noch kein Safe Point, ist noch kein Safe Point. Durch da. Durch da. Verdammt. Da komme ich nicht durch. Hier komme ich aber durch. Safe Point. Sehr gut. Komm hier in die Klappe rein. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Würstchen. Okay, da ist ein Hebel. Können wir ziehen. Fleisch machen. Mhm. Kein Licht anzünden, auch wenn es vielleicht angebracht wäre. Für das, was hier... Bah! Was hier aus dem Fleischwolf kommt. Aha. Wir müssen vielleicht eine große Fleischkette machen. Mehr an den Fleischwolf. Nicht? Okay. Vielleicht müssen wir ein bisschen Wurst in den... in den Schacht werfen hier. Essensaufzug. Okay, der Chefkoch lässt uns erstmal in Ruhe. Wurstwerferei. Scheint nicht so gut zu klappen. Das Wurstgewerfe. Tut's nicht. Wie bekommen wir dann die Wurst da oben rein? Bah! Abfluss hier. Na, du Mann, da Bock auf eine Wurst. Armbrot hast du schon gegessen. Schön Salami oder... lecker Würstchen aufs Brötchen. Bah. Vielleicht können wir da auf den Wurstberg. Ja, bei manchen Bildern, wenn man manche Bilder sieht, könnte man fast Vegetarier werden. Ja. Komm, da können wir doch bestimmt schwingen. Mit dem Teil dort. Auch so was Schlachterbetrieb angeht, wenn du dir das mal anguckst, was da. Bah! Ne. Ja. Willst du nie sehen. Will ich gar nicht sehen. Okay. Keine Wurst mehr. Können wir hier den Wursteimer verschieben? Können wir hier reinspringen? Würstchen. Können wir wirklich nicht da hochwerfen oder was? Theoretisch.
irgendwie hoch. Können wir sicher nicht die Bank verrücken hier? Wenn die Bank verrücken könnten, dann wäre das Ganze hier noch einfacher. Verrücken sollst du. Schieben. Nee, das geht nicht. Wurstmaschine. Ein klein wenig ist mir jetzt schlecht. Ein klein wenig. Kann man nicht irgendwie... Kann man die Wurst von dort oben werfen? Erstmal auf den Hocker werfen. Tja. Irgendwie müssen wir. Können wir da hoch irgendwie auf die Maschine oder? Irgendwie müssen wir da rüber zu dem. Ich sag schon zu dem. So ein Dings da. Wie machen wir das jetzt am dürfsten? Die Idee ist doch hier wahrscheinlich, dass hier da irgendwo irgendwie eine lange Wurstkette rauskommt. Scheint aber nichts mehr drin zu sein. Vielleicht kann man die andere Kiste in eine andere Richtung kurbeln. Jetzt. Hier liegt noch die Blutwurst rum. Irgendwas muss doch der Schacht dort haben. Und wie müssen wir doch. Die Wurst fliegt nicht so hoch. Hier so. Da kommt nichts mehr raus. Pendeln klappt ja auch nicht so richtig, oder? Nicht wirklich. Also wenn wir die Wurst hier hochkriegen würden auf den Tisch, könnte man so vom Tisch aus gut in den Schrank da. Hast du einen Klick gemacht? Okay. Sicher, dass wir da nicht hochkommen? Ah, doch. Kommen wir. Jetzt werden wir in den Flashwolf geworfen. Ah, jetzt müssen wir hier Fleisch drauf platzieren. Nun Silber vielleicht nicht. So, hier ist doch eine Luke. Luke Skywalker. Ein Lichtlein. Statue.
Oh wei. Das ist noch verwünscht. Und jetzt Secret entdeckt. Einfach nur ein Secret Raum oder? Oh wei. Und da ist ja noch eine Bedeutung. Können wir den Fleischbatzen holen? Okay, da können wir scheinbar nicht hoch. Der Chat weiß es nicht. Weiß es der Chat nicht oder sagt das der Chat nicht? Ich glaube, das ist ein bisschen niedrig, dass wir da hochkommen. Ja, ich glaube, der Raum bringt hier nicht viel. Wir haben ja Fleisch hier schon aufgepackt. Wäre natürlich besser, wenn wir hier noch mehr Fleisch hätten. Einen großen Fleischklumpen, den könnte man da runterwerfen. Der hat irgendwie eine große, ganz große Sache runterwerfen. Wäre eine Idee. Versuchen wir es erstmal so. Da kommen wir wahrscheinlich auch nicht viel weiter. Wie ich solche Spiele kenne, ist dann wirklich der große Fleischklumpen gefragt. Und passt da nicht in den Schredder rein. Wurst. Da kommt wieder nur einer raus. Da müssen wir noch mehr Fleisch besorgen. Gut, ab durch die Essensklappe nach oben. Da oben ist noch ein Stück Fleisch. Vielleicht können wir da irgendwie rankommen. Hier über die Haken. Am Haken festhalten. Und jetzt schwingen. Und zu dem anderen Haken. Und hops. Ja, sehr gut. Das ist doch ein großes Stückchen. Bartkratz. So. Und versuchen wir es jetzt mal. Was dann das so reinkommt in der Wurst. Das willst du ja nicht wissen. So. Die Wurstkette. Sieht ja auch nach einer sehr leckeren Wurstart aus. Uah. So verwurstet. So, vielleicht können wir jetzt. Ist jetzt schon lang genug? Ja, ist es. Wurst-Tarzan. Na, sehr toll. Haben wir uns in der Wurst weitergehangelt, weiter geschwungen. Voran kommen wir hier. Gut. Wo landen wir hier? In einem weiteren Fleischaufbewahrungsraum. Herzlich willkommen bei Turniers.
Hütten, hier ist Fleischproduktion. Oh oh. Den Fahrstuhl hätten wir nicht holen sollen. Gut, ja. Vielleicht mal nicht den Fahrstuhl holen. Brauchen wir wieder einen Schlüssel. Müssen wir die Leichensäcke nach Schlüsseln durchsuchen. Du musst danach Outlast spielen. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Kannst du vergessen. Außerdem wird danach wahrscheinlich Teil 2 gespielt. Soll ja 2020 noch rauskommen. Ich bin mir nicht sicher, ob das 2020 noch rauskommt, aber wenn Teil 2, also Little Nightmares 2 noch rauskommt dieses Jahr, dann werde ich danach Teil 2 spielen. Little Nightmares Teil 2. Ich hoffe es, also ich hoffe es inständig. Dann würde es auch sehr gerne spielen. Und danach spielen wir jetzt erstmal den DLC, die DLCs. Ich habe ja die Complete Edition. Wenn du hiermit durch bist, na. Danach bin ich durch, wenn ich Outlast gespielt habe. Dann bin ich so richtig durch. Das kann ich dir sagen, dann bin ich durch. Also wirklich, mit dem Leben. Das kannst du vergessen. Das kannst du dir. Outlast kannst du dir sonst wohin stecken. Ja. Das ist. Vergiss es. Nee, im Leben. Ich kenne das Spiel. Ich habe es nie selbst gespielt, aber ich habe schon. Ich habe zu genüge Let's Play Parts von geguckt. Vergiss es. Resident Evil spiele ich gerne und so bequeme Horrorspiele, so ein paar. So wie Little Nightmares, so ein entspannter Horror, der so, ja, atmosphärisch ist. Outlast, das ist ja nur Jumpscares. So, was machen wir denn hier? Aus dem Fahrstuhl rufen. Versteck dich. In die Kiste. Geht wohl nicht. Da guckst du. Niemand zu Hause. Okay, der Käse ist nicht mehr ganz frisch. Er sieht nicht so frisch aus. Ich mal ganz vorsichtig rein in den Fahrstuhl. Sehr gut. Und jetzt mal raus hier. Der kommt gleich hinterher. Oha, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch, da hoch. Und nun. Sind wir in der Sackgasse. Quai of 4. Layers of 4 habe ich mal ein paar Parts gebraucht auf meinem Kanal. Da gab es mal ein, zwei Parts von 1, 2, vielleicht 4 oder 5. Da habe ich in jedem Part fast gehüllt. Das ist, ja, das kannst du dir angucken, die paar Parts, die ich da gebracht habe. Habe ich dann aufgehört und jetzt hatte ich keinen Bock mehr. Wir müssen hier bald mal beenden. Lecker. Ich muss gleich mal Schluss machen hier. Ich bin schon am Überziehen. Schnell hier hoch. Was machst du denn?
Okay, wo ist der letzte Save Point? Hier ist der letzte Save Point. Na, wenn wir es jetzt nicht mehr schaffen, ist das hier ein guter Punkt, aufzuhören. Und einfach mal durchgerannt. Au, 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 au. Und am Tisch könnten wir uns verstecken. Ja gut. Ich mache noch einen Versuch. Versteck mich hinterm Tisch. Einen Versuch noch, dann beende ich das jetzt hier. Na komm. Unterm Tisch geduckt. Verdammt. Auf dem Tisch war doch, glaube ich, eine Luke. Vielleicht können wir auf den Tisch kriegen. Ja, gut, ich mache jetzt hier erstmal. Ich gehe jetzt hier mal. Na, ich gehe jetzt hier mal in die Luke rein. Da können wir mal in Sicherheit. Also in Sicherheit wägen. So, hier sind wir vor dem Koch in Sicherheit. Na dann. Da mich nach oben ist natürlich der Part. Wenn ich das als Teamaufzeichnung hochlade, gefallen haben, sollte ich der Stream, die Aufnahmesession gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Wir sehen uns beim nächsten Stream, beim nächsten Part wieder. Bis dann und ciao.